Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind mittlerweile im, naja, Ex-Garten Eden angekommen. Das da oben ist der leicht gewachsene Baum der Erkenntnis in den letzten, Moment, 6400 irgendwas Jahre waren es. Irgendein Bischof im, ach guck mal, hier können erscheinen die, ob ich Lust hier tun, die ich wahrscheinlich noch brauche. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall über dem Mittelalter, ich meine, das ist ja ein recht großer Zeitraum, hat, oder habe ich jetzt eigentlich beide hinter mir her? Nee, nur ihn. Ich hoffe, Azrael hat einen verdammt. Ach, da steht er auch rum. Verdammt. Ich hab's versaut. Ich wollte eigentlich gerade was erklären mit dem komischen Mönch, der irgendwie zu viel Zeit hatte und alle Jahre aus der Bibel zurückgerechnet hat und dann das Jahr der Schöpfung quasi errechnet hat. Ich weiß ja nicht, wie er das gemacht hat, weil zwischendurch irgendwie doch mal ein paar Sprünge drin sind, aber naja. Ja, mir fehlt hier eine Brücke. Es führt keinen Weg hinüber. Oh doch. Für jene, die würdig sind. Oder jene, die fliegen können. Reiter, du hast schon so lange gegen die Finsternis gekämpft, dass es dich gezeichnet hat. Wesen des Lichts können es spüren, so wie ich. An diesem Ort bist du schlimmer als ein Dämon. Erobere den Schatten, dann darfst du passieren. Bist du bereit, dich dir selbst im Licht zu stellen? Nicht alle sind bereit für das, was sie dort sehen. Die Maske der Schatten. Woher das alles kommt? Solange du diese Maske trägst, kannst du ins Schattenreich blicken. Neues Feature. Viel Glück. Treten sich selbst gegenüber, Reiter. Ach ja, das gibt's ja auch noch wieder Parallelwelten-Zeug. Oh, das läuft auf irgendwelche hässlichen Rätsel hinaus, das sehe ich jetzt schon. Die sind also fangen mit Kriegen, blablabla. Ja, das sehe ich doch schon, dass es dann wieder irgendwelche Wände gibt, die in der Schattenwelt existieren und in der richtigen nicht. Das ist ja ein Game-Kniff, der nicht gerade unbedingt neu ist. Na gut, machen wir es einfach mal. Ich kann mich nicht selbst besiegen. Ich bin ja, obwohl, eigentlich müsste es ziemlich leicht sein, mich selbst zu besiegen. Ich müsste nur mein... Das sieht viel cooler aus. Ich will jetzt ab sofort das Dianakrieg rumrennen. Ich wette, der kann auch blocken im Gegensatz zu mir. Ja, natürlich. Der benutzt doch seine Fähigkeiten. Das, was ich nie mache. Na gut, dann müsst ihr auch bald... Gut, dass ich nicht so viele Fähigkeiten gekauft habe. Warte mal, jetzt hier. Jetzt ziehe ich den Joker. Haha. Macht er das nicht? Nein, er macht das nicht. Cool. Bitte, der blinkt schon. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Nee, das ist nicht dein Ernst. Nein. Obwohl, eigentlich ist es ziemlich einfach, die Schattengestalt. Wie er kann springen. Ich kann das nie. Hab ich nicht. Ja, andererseits muss ich auch wirklich nur warten, bis das alle ist. Ich meine, ich kenne ja den Nachteil von dieser dummen Schattengestalt. Man kommt irgendwie... Er ist irgendwie deutlich mobiler unterwegs als ich. Das ist nämlich ein Rayman. Da hatte man... Ganz am Ende hat der Mr. Dark oder wie er hieß, der das war der... Kann ich den Schatten? Kann ich... Ne, das macht überhaupt... Doch, es macht Schaden. Da konnte man in Rayman... Rayman war also der erste Teil, den gab es noch auf der PlayStation 1. Das war ein ganz tolles Spiel. Ich glaube, habe ich doch immer überlegt, ob das mal ein Let's Play, aber das habe ich dann. Ich habe es auf PC, aber das habe ich dann doch gelassen. Ich glaube, da gibt es sowieso Aufnahmeprobleme. Auf jeden Fall, das ist ganz doll schwierig, gegen Ende zumindest. Also, ich weiß nicht mehr, das ist so wie Altersfreigabe von 6 Jahren. Das ist unmöglich, das als 6 Jahre zu schaffen. Das ist einfach, haben wir das damals gespielt? Wie alt waren wir denn da? Aua, ich passe mich gerade nicht so richtig auf den Kampf hier. Weil ich hier gerade Angriffsbewegungen mache, wenn ich. Ey. Ich finde es übrigens ein bisschen doof, dass er aus seiner komischen Form nicht mehr rauskommt. Aber man kann ihn schlagen und er mich nicht. Quatsch. Also, wenn ich das Ding anhab. Ja, wie gesagt, wir haben ein saumäßig schweres Spiel. Hat auch einige Fruststellen bei. Und da ist man am Ende in irgend so ein komisches. Was war denn das? Ich glaube, so eine Kuchenwelt, die kommt, da ist man auch andauernd auf dem Boden ausgerutscht. Und da ist man dann auch seinen Endgegner Mr. Dark begegnet. Und der hat dann irgendeins der Level. Der hat dann einmal verschieden verflucht. Einmal waren die Steuerung da vertauscht, links, rechts. Das kommt man noch ganz leicht countern, also auf der PlayStation gar nicht, aber auf dem PC halt. Indem man einfach schnell die Steuerung umgebunden hat, dann war das wieder normal. Aber auf der PlayStation war das echt eine Hölle. Und im anderen Level hat er halt einfach einen Schattenplunder hergestellt, der immer genau das nachgemacht hat, was man selber gemacht hat. Und wir haben es nicht geschafft. Und wenn man dann nicht schnell genug durch die Levels gelaufen ist oder den berührt hat, ist man irgendwie, naja, verreckt. Und das war gar nicht so einfach. Und der Schattenplunder sah auch irgendwie so aus wie der hier. Guck mal, Schattenkrieg. Schattenkrieg ist tot. Ich
halte mich vor allen Dingen voll an den Burschen. Wunderprächtig. Das erste Geschenk des Himmels erwartet dich. Sehe ich. Ich guck das Wasser her. Mit dem Beobachter. Ich lasse den Reiter nicht aus den Augen. Wohin er geht, gehe auch ich. Tatsächlich? Dann gehe, Finsterling. Gehe zum Baum. Du wirst die andere Seite nie erreichen. Heil dich. Und vergiss nicht, wer deine Leine hält. Der Pixelhaufen, da sah gerade fast mitleidig aus. Ey, wo kommt denn immer diese... Gut, also diese komische Zeichnung soll mir wahrscheinlich sagen. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Ja, da lohnt sich in diesem Punkt auf jeden Fall nicht. So, das ist nämlich die Truhe da hinten da, genau. Dafür ist nämlich diese dumme Schattensicht gut. Also ich brauche auf jeden Fall. Warum kann ich hier nicht alle Tasten bis 8 belegen? Ich habe genug Tasten. Ich bin nicht limitiert. Genau, ich kann mich die Truhe hier mitnehmen. Ah, das gab es ja schon früher, aber da wurde diese komische Strichzeichnung wurden einfach nur davor verwendet, dass man Sachen hatte, die man später erst sehen konnte. Na gut, das beruhigt mich ja, dass ich hier nicht nur irgendwelchen Mist machen muss. Oh, das ist eine schöne Brücke. Sieht ja sehr hübsch aus. Oh, verdammt! Nein, ich bin so doof. Nein, ich wollte gar nicht. Ich hab eine Sekunde zu früh geklickt. Ich wollte eigentlich die Brücke in dem Moment wegmachen, in dem ich von hier runter bin, aber nein. Wo geht's denn hier nicht nur? Da fähre ich wahrscheinlich nur runter. Oder sagt die Karte zu dem Thema? Die Karte zu dem Thema sagt, dass ich hier rumlaufen darf. Na bitte. Schön offen. Also schön sieht's hier aus. Nur ein bisschen kaputt. Und ein Garten ist das jetzt ja auch nicht. Eher so ein, naja. Also na gut, man kann es schon als Garten bezeichnen. Allerdings eher so als Gartenwelt. Weil es eigentlich, also ich verstehe da, ich weiß, ich bin beim Begriff Garten sehr klassisch. Also ich verstehe darunter so ein viereckiges Stück Land mit Rasen drauf und Blumen und Büschen und so Zeug. Halt so Schrebergarten, wie man ihn so vorstellt. Am besten mit ganz vielen kleinen Lauben, so in so einer Nachbarschaft, wo sie für sich alle kennen. Nee, Schrebergärten sind ganz so hässlich. So Gartenlauben wird doch, glaube ich, mal sehr gerne eingebrochen. Also wird man ein gutes Schloss haben. Meine Eltern hatten mal, also ganz, ganz, ganz früher. Ah, da haben wir noch einen Neubaublock gewohnt. Oh, das war noch Zeit. Alles richtig lange her. Da hatten wir auch einen Strebergarten, irgendwie für so ein Jahr oder so. Nicht lange da in so einem Block gewohnt. Das ist mit Kindern nochmal doof, in so einem Neubaublock zu wohnen. Auf jeden Fall. Da wurde auch eingebrochen, die Werkzeuglaube. Da hast du ja so eine Gartenlaube, hat man meistens noch eine Werkzeuglaube dran stehen und in der Laube selber ist noch ein Ding dran. Und für den Städter von Welt ist das natürlich wunderschön, wenn man so eine Gartenlaube hat. Aber so generell und überhaupt ist so ein Ding irgendwie. Da unten gibt es ja auch noch was, wa? Ich darf da draufstehen angeblich. Ja, darf ich. Und, naja, so eine Gartenlaube, wie gesagt, der steht auf der Welt, der freut sich, dass er irgendwie so ein kleines Stück Garten hat, aber so richtig still und einsam war es da unten. Da gab es da immer so ganz ominöse Gartenfeste, beziehungsweise es gab genau eins, weil wir sind ja nicht lange, aber doch 2 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, so übermäßig lange waren wir da nicht. Jetzt bin ich wieder hier oben, klasse, habe ich einfach klasse gemacht. Und, naja, das war, naja, Strebergarten halt, ne, also Schreber, nicht Streber, sind ja keine strebenden Gärten, sondern das sind Schrebergärten. Diese kleinen Vierchen, die man kennt. Fällt mir gerade wieder ein. Bekannt hatten auch so ein Ding. Das war wieder ganz woanders. Ich bin oft umgezogen in meiner Jugend, muss ich dazu sagen. Meiner Jugend, wie das klingt. Und die Bekannten, die hatten auch. Und die hatten den schon seit vielen, vielen Jahren. Seit schon zu damaligen. Was ist denn hier eigentlich? Ach, hier kommt. Ach, der Baum der Erkenntnis ist direkt hier. Ich muss gar nicht so weit laufen. Jetzt hier kurz. Ich wollte hier gerade meinen wunderschönen Vortrag über Schrebergärten raushalten. Dabei kann ich hier ganz. Das ist ja einfach. Gott. Ich dachte, ich muss jetzt noch was großartig machen. Mal sehen, wie viele tolle Erkenntnisse ich jetzt kriege. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Jo. Hab ich dir nicht Platz gemacht? Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an.
damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ah ja, wie soll ich das hier interpretieren, oder? Ach, erstes. Überzeuge ihn, uns zu helfen, dann werden wir gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Er ist zum Drachen geworden. Das ist ja witzig. Aber dann muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem? Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die vier nicht entsenden. Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Na gut, da passt ja wieder alles zusammen, warum die die Scheiße überhaupt gemacht haben. Ach nee! Engel ist zerschlagen. Ich bewache das siebte Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns. Ach, er hat immer noch das dumme Dingens. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Einen eigenen Tod immer zu sehen, ist ja immer wieder klasse. Ja, jetzt stehe ich hier im Nichts. Das ist ja schön. Ach so, jetzt habe ich so eine lustige Engelsklinge. Kämpfe ich jetzt wieder so. Nee, das ist ja verwirrend hier alles hier. Von einer Videosequenz in die nächste. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn alles. Also doch, ich habe natürlich schon so eine blasse Ahnung, was das hier alles heißen soll, aber ich halte mich auch mit Spekulation zurück. Dafür habe ich das Spiel über einen viel zu großen Zeitraum gespielt, um mich an alles erinnern zu können. Was hat der Tunnelbaum der Erkenntnis jetzt gebracht? Ich hatte mal ein Pferd, fällt mir gerade wieder ein. Es hieß... warum habe ich denn jetzt einen Hammer? Nee, ich habe ein neues Schwert, oder? Nee, ich habe noch ein Schwert. Ich habe zwei Schwerter. Namengesicht. Habe ich jetzt zwei? Nee, ich habe immer noch dieses... Warte, kann ich nicht irgendwie diesen dummen... Nee, ich kann den Trimoran schon nicht... Was ist das denn hier jetzt auf dem Slot? Wofür ist der denn gut? Und der da? Achso, warte mal. Das kommt hier, das... Ich hab ja... Oh Gott. Wie viele Gegenstände ich hier noch auch habe? Ruin heißt es übrigens. Ja, hier sind die ganzen Zornfähigkeiten, die ich nie gelernt habe. Ja, schön. Ich bin echt durch. Waffenmeister? Ja, Waffenmeister brauche ich nicht hier. Erfahrungslevelstufen. Uhr. Komm, nochmal zur Erkenntnis. Ich finde Erkenntnisse super. Ah, toll. Das ist eine Wand. Mano. Die sind ja lustig aus, die Gestalten. Ah, ja. Also brauche ich... Achso, erstmal muss ich meinen komischen Beobachter loswerden, weil der... Das, scheinbar wurde ich hier leicht, locker, flockig benutzt vom Rad, wenn ich das hier richtig sehe. Was machen wir jetzt dagegen? Er ist immer noch mächtig, das ist ja voll doof. Aber erstmal muss ich meinen dummen Beobachter loswerden, den muss ich irgendwie kaputt hauen. Wie mache ich das ein bisschen? Der kann mich so kontrollieren, das ist ja voll doof. Ich muss den irgendwie töten. Wie machen wir das? Ach. Habe sowieso die falsche Taste gedrückt, ich wäre runtergefallen. Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Ach Quatsch, ich kenne einen super Schmied. Erschaffen werden. Oh, das Ding auf einmal her. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen.
Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Was? Was ist denn das für ein dummes Tor? Sobald du bereit bist. Ja, als ob ich kann ja noch eine Lebenspunkte-Truhe mitnehmen, wenn ich unbedingt möchte. Das mache ich jetzt auch noch, aber... Was ist das eigentlich für ein ultra dummes Tor, was nur One-Way funktioniert? Was kann der überhaupt, dieser komische... Das ist einer der sinnlosesten Engel, die mir jemals untergekommen sind. Der ist ja absolut unterbefähigt, machen wir jetzt mal ohne Witz. Aber ich klack jetzt trotzdem noch alle Truhen. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch irgendwelche tollen Abgrundrüsteteile, die es auch hier irgendwo hergeschafft haben, bringen. Kann ich ihn denn nicht noch erschlagen? Ich meine, der steht hier gerade draußen rum. Oh, ich kann mit dem Beobachter reden. Hallo, Beobachter. Du beginnst mich zu verdrießen. Ja, ich würde dich auch gerne kaputt schlagen, aber es funktioniert nicht so gut. Na gut, dann lassen wir das Ganze mal sein und laufen hier einfach durch. Ich bring dich auch zum Verdrießen. Ach, jetzt haben wir wieder so ein Portal hier. Gott. Warum müssen diese dummen Portale immer One-Way sein? Obwohl, na gut, das ist, die Schlangenlöcher waren ja nicht so One-Way. Aber da kann ich hoffentlich bald mal wieder mit meinem besten Freund... wie ist er denn? Der ist nicht Wilbur. Wilbur, wie komme ich denn jetzt auf Wilbur? Er ist anders, wie ist denn der Idiot? Wulgrim hieß er, genau, mein gutster Wulgrim. Ich habe jetzt hier wieder tonnenweise Geld, ich weiß gar nicht, wie ich das verwenden soll. Wofür vor allen Dingen, oh Gott, hier, mach... Jetzt die Musik hierher. Wahrscheinlich dazu. Ach, jetzt bin ich wieder. Was? Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Aber Don wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Dol, was hat jetzt... Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tod im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und... alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben... Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Das ist aber sehr... Na ja, gut. Urteil lauten wird. Geh, aufopferungsbereit. Mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Ja. Also die Story ist zumindest das, was... Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Oh, 7 Bruchstücke der Armageddon-Rüstung. Ach, guck mal, das Teil 1. Das war ja einfach. drücken Sie oben die Krone. Ja. Hallo Nummer 1. Ach so, das Griffstück, das hatte ich ja schon. Ja gut, das... Oder was ist das Griffstück? Oder war das einfach nur so... Hey, Bruchstück der Armageddon. Warte mal, habe ich nicht eine Abgrundrüstung? Von 7... Blablabla. Ja, finden Sie noch 6 Teile? Warte mal, ich habe noch ein Pferd. Okay, darf ich nicht benutzen, egal. Ist das Teil 2? Was ist das denn hier? Drücken wir ohne die Chronik? Was ist das denn jetzt? Kann ich da direkt schnell hinreisen? Natürlich nicht. Was hat damit alle Dings da? Ach, jetzt sind wir wieder hinten bei diesen Kollegen hier. Oh, jetzt muss ich die ganze Strecke reiten. Konnte ich nicht irgendwie schnell reiten? Wie war denn das hier? C? Nee, C war es garantiert nicht. V? Nee, auch nicht. B? Welche Taste konnte ich denn hier schnell reiten? Nee, auch nicht. Wie war denn hier schnell reiten? Oh, Mann. Ich konnte irgendwie schnell reiten. Ah, Alt-Taste war es. Sprinten ist auch ganz... Nee, verdammt. Achso, jetzt habe ich es natürlich geschafft, mit Umschalt langsamer zu gehen. Jarrk. Kann ich jetzt irgendwie wieder schnell gehen? Hallo? Ich will nicht so... Oh Gott. Achso, hier war die Wulkrim-Position. Dann kann ich erstmal handeln. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Würde aber trotzdem langsam mal aufhören, bitte gerne so zu schleichen. Das ist mir total unangenehm. Warte, B... Ah, B war es. Grüß dich, Wulgrim, alte Seele. Was? Wie? Ich habe immer noch nicht genug Gold. Was? Ich habe keinen Mönch mehr. Große Rage? Achso. Erstmal Artefakte tauschen. Bringt das mit du überhaupt kein Geld. So, dann kann ich mir hier noch Luftsensenklinge. Luftsensenklinge 2. Sensenklinge kann ich mir nicht leisten. Was? Diese Verbesserung erfordert Todsense mit Stufe 2? Ja, warum habe ich doch? Oder nicht? Ach so, meine Sense ist nicht gelevelt, weil ich sie so selten benutze. Erfülle einen Pfad mit deinen Leiden, dass wir das halt schauen wollen. Blablabla, Steinhaut. Warte mal, habe ich noch was anderes, was Sinnvolles, das ich mir kaufen kann? Den großen Schredder.
Eine große Lebensessenz würde ich ja gerne kaufen, aber ich kann ja... Ach so, ich glaube, ich habe mal aus Versehen mal so eine Rage-Dinger gekauft, oder? Ach, ich sehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich überhaupt gekauft habe. Ich hole mir jetzt einfach hier so eine dumme Steinhautfähigkeit. Du bist äußerst geschickt, mein Freund. Ja, total geschickt. Also ich sehe das auch, dass ich hier... Soll das ein Scherz sein? Komm wieder, wenn... Ich habe doch Geld. Lass mich in Ruhe. So, wo müssen wir denn noch hin? Wir müssen... Wie, da war ich noch gar nicht? Boah, doof. Nicht der Kunde des Gebietes. Was soll das denn jetzt? Ach, dann gehen wir einfach zu Ambosfurt. Ja, möchte ich. Ambosfurt. Und dann müssen wir kurz gucken, wo ich hier... Ach, jetzt. Die Schlangenlöcher muss ich ja wieder selber zu Fuß laufen. Ah, das ist ja so anstrengend. Ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf, hier selber laufen. Da. Gnarf, doof. Und wie jetzt? Was ist das denn? Warte mal. Kann ich hier auf Fort weitermachen? Oh, das war nicht so gut. Oh, muss ich mich jetzt ernsthaft anstrengen, um darüber zu kommen? Ah, trotzdem, wo sind denn hier immer so eine Dinger? Die waren noch vorher nicht da. Jetzt kann ich in den Schlangenlöchern noch Secrets abräumen, oder was? Hier ist ja was los. Oder sehe ich die nur, weil ich ein Bruchstück von Zorn kenne? Klasse. Jetzt muss ich hier wieder zurückkommen. Oh, das wird nicht so einfach. Ernsthaft? Jetzt wohin hier einfach. Ich glaube, wenn man nicht anvisiert ist, dass hier durch die Landschaft fliegen und diese Dinger da greifen, deutlich einfacher, als wenn man das, also wenn man die Teile wirklich selber versucht, irgendwie hier mit Q anzuvisieren. Jetzt kann ich ja noch Secrets in den Schlangenlöchern abräumen. Jetzt ist ja was los hier. Habe ich diese dumme Schattenmaske jetzt dauerhaft auf, oder habe ich die überhaupt dauerhaft auf? Nee, habe ich nicht. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Wulgrim in Anspruch zu nehmen. Warum klicken ja auf einmal so komisch? War der Synchronsprecher irgendwie zwischendurch mal krank und musste ausgewechselt werden? Sehr komisch. Nun gut, wie immer aber auch sei. Ich mache jetzt immer Schluss hier. Werd müde.